Von einer Leserin aus oder Zuseherin aus Meiningen haben wir die Frage bekommen, werden die Nebenwirkungen, wie zum Beispiel die, und das ist hier so aufgeschrieben, sehr häufige Herzmuskelentzündung, absichtlich verschwiegen oder gibt es dafür einen Grund? Was ist Ihre Erfahrung mit Herzmuskelentzündungen? Also weder noch. Also man kann davon ausgehen, dass circa ein Fall pro 100.000 Impfungen auftritt. Ein bis zwei Fälle eventuell. Im Zusammenhang mit einer Impfung. Mit einer Impfung, mit der Covid-Impfung Ja. überall. Man muss dem allerdings entgegenhalten, also zum das ein bisschen relativieren, oder? Vorarlberg hat 400.000 Einwohner, also hätte man bei den Impfungen den 4 bis 8 Fälle, je nachdem, wie oft man sich impfen lässt. Allerdings darf man nicht vergessen, dass es, wenn man die Krankheit bekommt, egal jetzt ob Alpha, Delta oder Omikron, ist der Faktor sicher ein Zehnfaches höher, eine Herzmuskelentzündung zu bekommen.